So, sehr interessant war es bis jetzt und mindestens genauso spannend und interessant geht es jetzt nun weiter, denn die nächste Keynote steht an. Begrüßen darf ich Hermann Scherer. Er gehört zu den, ja, mit Sicherheit gefragtesten Vortragsrednern in Deutschland, ist Bestsellerautor und Business-Experte. Ein Zitat: Er macht Menschen zu Marken, damit sie das verdienen, was sie wert sind und den Logenplatz im Kundenkopf erobern. In diesem Sinne, Hermann Scherer, bitte sehr. Ja, wunderbar. Ein ganz großes Dankeschön erstmal für die Ehre, dabei zu sein. Und nochmal einen lieben Gruß an Hermann Simon, sofern er noch dabei ist. Denn das war natürlich spannend und ich habe jetzt extra noch ein Bild eingebaut, wie ich ihn damals kennenlernen durfte. Ich war damals 2001 der Veranstalter von Bill Clinton. Ich habe damals, war der erste Deutsche, der Bill Clinton nach Deutschland geholt hat. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht oder und tatsächlich war er dann damals mit dabei. Und das war natürlich eine aufregende Veranstaltung, das mitzuerleben. Ich kann mich noch gut erinnern. Die No Angels waren damals noch mit dabei, damals die berühmte Popgruppe, die haben damals 100.000 pro Lied verlangt. Dann haben wir denen gesagt, Mensch, wenn ihr kostenlos kommt, dann dürft ihr bitte schön Bill Clinton küssen. Und dann sind die also kostenlos gekommen. Und die Klitschkos waren auch noch mit dabei, die wollten auch noch mal Geld haben. Denen haben wir dann gesagt, ihr dürft die No Angels küssen. Und so habe ich dann tatsächlich die Veranstaltung durchgeführt und das geschafft hat. Und ich habe die Veranstaltung nur ins Leben gerufen, das traue ich mich erst Jahrzehnte später zu sagen, weil ich ein absoluter No-Name war und mein PR-Berater gesagt hat, wenn du mal sichtbar werden willst, dann, und ich wollte als Redner sichtbar werden, dann gehst du einfach mal mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zum Abendessen und dann ist der Rest klar. Und so haben wir tatsächlich dort angerufen und ihn eben eingeladen. Er hat 45 Minuten geredet, hat dafür eine Honorarsumme von 450.000 Euro aufgerufen oder Dollar aufgerufen. Das heißt, es sind pro Minute 10.000 Dollar. Du sitzt also schon relativ angespannt auf deinem Zuhörerstuhl, wenn du weißt, dass jede Minute gerade wieder 10.000 flöten geht. Aber das war mein Schritt tatsächlich, dann als Redner voranzugehen. Ich habe da ein paar Bilder mitgebracht, habe dann viele, viele Vorträge gehalten, über 3.000 Stück in 30 Ländern. Ich weiß, mein wildester Vortragstag war 3 Vorträge an einem Tag in 3 Ländern. Das war vormittags in der Schweiz, vormittags Deutschland, mittags Schweiz und abends dann in Wien. Heute halte ich fast keine Vorträge mehr. Heute helfe ich ganz gern Menschen eben zur Marke zu werden. Da gibt es diese Liste der Top 100 Erfolgstrainer. Da bin ich auch irgendwo drauf, wobei das ist ein biologisches Nachrücken. Letztlich kommt da jeder drauf, weil sich das ja verändert. Viel spannender finde ich, dass ich vielen helfen durfte, da selbst mal ein bisschen mit drauf zu kommen. Und ich will ein paar Gedanken mit Ihnen und mit euch teilen, wie ich das angehe mit Menschen. Weil ich gehe es genau andersrum an. Ich schaue mir nicht so sehr die Unternehmen an, ich schaue mir den Menschen an und versuche dann dessen Qualität sichtbar zu machen. Und Hermann Simon sagt ja gerade so schön, das hat das mit Selbstvertrauen zu tun. Und das erlebe ich auch. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass in diesem Wort sichtbar das Wort Ich tatsächlich eine Rolle spielt. Und davor haben eine ganze Menge Menschen irgendwo Angst und ein paar Restriktionen. Ich glaube aber, dass es umso wichtiger wird, weil wir eine rahmenbetonte Gesellschaft geworden sind. Und das ist die liebevolle Bezeichnung, ich könnte auch sagen, eine inhaltsleere Gesellschaft geworden sind. Es gibt dieses Experiment, das kennen die meisten von euch, zumindest wahrscheinlich unbewusst, von der Washington Post. Man hat tatsächlich mal Joshua Bell genommen, damals zu den Violinisten der Vereinigten Staaten, und hat den, ich habe den Film mitgebracht, in einen U-Bahn-Schacht tatsächlich spielen lassen. Und da baut er gerade seine Sachen auf und er baut seine 2,5 Millionen Dollar Stradivari auf. Und man wollte einfach mal rausfinden, wie viel Geld erbettelt sich der Star-Violinist der Vereinigten Staaten, wenn er im U-Bahnhof bettelt. Das war am 12. Januar 2007. Und er hat tatsächlich 18 Dollar eingebracht, also keine ganz große Summe. Am gleichen Abend hat er im ansässigen Theater gespielt und hatte plötzlich Einnahmen von 250.000 Dollar. Und da ist man natürlich draufgekommen, der Rahmen ist genauso wichtig. Wir sind in einer
rahmenbetonten Gesellschaft und um den kümmere ich mich ein wenig bei den Menschen. Ich glaube, die Uni St. Gallen ist eine großartige Hochschule. Ich darf selbst dort lehren, aber gleichzeitig hat sie einen wunderbaren Rahmen gesteckt und dadurch noch sichtbarer geworden. Der Dubai Mall ist nicht nur ein gutes Geschäft, sondern hat auch einen Rahmen dazu. Deutlicher wird das bei so Unternehmen wie Starbucks. Ich sage immer, der Kaffee bei Starbucks kostet 80 Cent, aber dieses Hi Babe, I love you Babe, what's your Vorname Babe, do you have some allergies Babe, do you need something special, das glaube ich macht nochmal 6 Euro extra aus. Ähnlich könnte man sagen, ich war vorvorletztes Jahr noch am Oktoberfest, ich bin eigentlich ein Bayer und Oktoberfest ist meine Aussage, die Maß kostet dort 80 Cent, aber dass du mit 10.000 anderen Besoffenen im gleichen Zelt sitzen darfst, dafür zahlst du eben nochmal 11 Euro extra. Also ich schaue mir oft nicht die Qualität an, weil ich die voraussetze. Ich schaue mir eigentlich an, was macht das drumherum aus, was dann Menschen oder Marken so erfolgreich macht. Mein Lieblingsbeispiel, ich durfte gemeinsam eine Veranstaltung durchführen mit dem damaligen Chef von Hublot, also Hublot-Uhren, Jean-Claude Biver, und er sagte so schön, er stellte damals bei der Veranstaltung die neue Uhr vor. Die Uhr hatte den Titel One Million Dollar Baby und sie kostete übrigens auch exakt One Million Dollar fürs Baby. Und ich habe mir die Frage gestellt, was macht ein Mann, um zu erklären, dass eine Uhr, ich habe sie mal mitgebracht, eine Million Dollar kosten darf? Und er sagte, wenn du die Zeit an deinem Armgelenk sehen willst, dann kostet das maximal 3 Euro, denn mit 3 Euro bekommst du eine wunderbare, perfekte Zeitanzeige, die du sowieso nicht brauchst, weil sie auf deinem Handy auch drauf ist. Aber wenn du den richtigen Rahmen haben willst, dann darfst du 1 Million Dollar ausgeben. Das führt mich zu der These, dass wir in einer Message Economy sind. Ich glaube, wir leben in einer Markengesellschaft, und Marken werden nicht nur verkauft, sondern Marken werden gekauft. Es weiß logischerweise keiner besser als der Frank, der die Marken macht und gestaltet. Unser Spruch in unserer Branche heißt so schön, Wissen wird mit 500 Euro fakturiert, die Gänsehaut aber tatsächlich mit 10.000 Euro. Und die Frage, die sich stellt, wie sind wir in der Lage, auch als Startup vielleicht diese Gänsehaut zu gestalten? Ich habe ein paar verrückte Beispiele mitgebracht. Tim war ein begnadeter Musiker, aber keiner kannte ihn, bis er dann irgendwann mal an einem Hamburger Restaurant auf einer Tischdecke sich die Frage gestellt hat, wie werde ich eigentlich der größte Rockstar aller Zeiten? Ich habe mal die Tischdecke mitgebracht. Ich glaube, ich gehe mal in die andere Richtung, dann sieht man mich vielleicht ein bisschen oder die Tischdecke besser. Der Masterplan, und da wurde klar, der muss praktisch Henna in die Haare, der muss einen Hut aufsetzen, er darf nie wieder nüchtern auf die Bühne gehen. Ab 1,2 Promille funktioniert's. Und er darf auch nicht mehr Tim heißen, weil Tim klingt schon so nach Timmy-Leinchen. Er muss eigentlich Udo heißen. Daraus ist dann, ja, wir kennen ihn alle, Udo Lindenberg geworden. Es hat für mich eine, ich bin sehr plakativ, bitte seht mir das nach, aber für mich hat das einen Punkt, von dem ich glaube, dass wir unterscheiden müssen zwischen der Kompetenz und zwischen der Inszenierung der Kompetenz. Ich darf zwei Beispiele nennen. Mein Doktorvater, ein hochintelligenter, ganz, ganz großartiger Professor mit Ethiklehrstuhl, wenn der gebucht wird, dann bekommt der in der Regel 300, 400 Euro, so das typische Salär, das in der Regel ein Professor häufig bekommt. Wir schließen mal Hermann Simon da ganz weit aus. Und ein kompetenter Mann. Es gibt einen anderen Mann, der war kein Professor, aber hat sich der Philosophie verschrieben, war eigentlich so die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ein Arbeitslosengeldempfänger. Und er hat sich dann dennoch die Frage gestellt, wie kann ich eigentlich sichtbar werden, wie kann ich mein Wissen nicht mehr erweitern, sondern inszenieren. Er hat ein Buch geschrieben, wenn man so will, fast ein Sammelband der Philosophie, das vielleicht viele hätten schreiben können. Er hat es eben geschrieben, ist mit dem Buch gefloppt, aber ist von Fernsehsender zu Fernsehsender gegangen. Und beim 8. Sender war dieses Buch, ich durfte mit ihm zusammenarbeiten in vielen Bereichen, dann doch ein Erfolg,
Das war Richard David Precht, den heute logischerweise alle kennen und sicherlich nicht mehr als Arbeitslosenempfänger darstellen wird. Zweites Beispiel, ein Mann, der immer kostenlos zu mir gekommen ist, weil er eigentlich Zauberer war, Facharzt mit Zauberer-Ambitionen und nie wusste, wie er den Rahmen stecken soll, bis er dann irgendwann mal auch diesen Durchbruch hatte, weil er seine Marke, den Rahmen, so stark gemacht hat, war Dr. Eckhard von Hirschhausen. Und wir leben in einer Welt, Deutschland hat mittlerweile 22% Industrie, aber eben nur noch 22% Industrie, 2% Landwirtschaft. Der Rest ist dann eben auch Dienstleistung. Da erleben wir, dass diese menschlichen Marken häufig die Zugkraft für Unternehmen werden können. Und ich habe ein paar verrückte Beispiele mitgebracht. Nusret Göçke, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Salty Bay, kennen ihn die meisten. Das ist der Mann, der immer dieses Salz so wunderbar über die Steaks träufeln lässt. Und gab ja auch diesen großen Ribery-Vorfall, eben Steaks mit Goldfolie für $1,200 verkauft und damit mittlerweile auf vielen Kontinenten Steakhäuser. Noch schlimmer ist ein Mann, Roland Ludomirska, seines Zeichens Crazy Cheese. Und das, da kommt jetzt das zusammen, wo man nicht mehr weiß, geht es ums Unternehmen, geht es um den Menschen. Er ist der schnellst wachsendste Käsehändler weltweit. Er plant 200 Käseshops zu eröffnen. So sieht der Käse aus. Viel schlimmer ist eigentlich, so sieht er aus. Man sieht ihn so ein bisschen im Hintergrund. Er tritt mit, ich kenne mich fachlich nicht aus, mit irgendwelchen Maschinengewehren aus. Und sein Slogan heißt, Mutter, der Mann mit dem Käse ist da. Also wir erleben verrückte Geschichten. Ich erlebe Steuerberater, die plötzlich eine hohe Dominanz erzielen, weil sie ein Buch schreiben. Ich sehe Studentinnen, die plötzlich wesentlich mehr Sichtbarkeit bekommen als ihre Professoren. Schönes Beispiel, Darm mit Charme, Julia Enders, die nicht nur eins der meistverkauften Bücher Deutschlands veröffentlicht hat, sondern auch jeden Professor mittlerweile vom Publikationsthron gestoßen hat. Mit Darm, mit Charme und sogar fast eine ganze Branche revolutioniert hat. Denn viele Professoren beginnen jetzt nicht mehr wissenschaftlich zu arbeiten, sondern eben wesentlich leichter zu schreiben. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Professor Markus Egert, eigentlich ein Desinfektionsforscher, schreibt so schön, ein Keim kommt selten allein. Also wir erleben, dass menschliche Marken großen Einfluss haben. Das finde ich ganz speziell und besonders. Ich durfte am Markenforum in der Schweiz sprechen und vor mir sprach ein Manager von Nestle Unilever. Da gehören auch so Mischmarken dazu wie Fahr und Darf in der Körperpflege. Und dann stellte er auf der Bühne die Frage, wissen Sie, wer eigentlich Marktführer in Duschschaum in Deutschland ist? Und mir war dann eigentlich schon klar, das wird wahrscheinlich Fahr oder Darf oder irgendeine dieser Marken sein. Aber ich hatte mich getäuscht, es war, und das fand ich spannend, es war Bibi. Und ich weiß nicht, ob ihr Bibi kennt. Bibi ist nicht Bibi Blocksberg, sondern Bibi von Bibis Beauty Palace, die den größten Beauty-YouTube-Kanal hat. Ich habe ja mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Das ist die junge Dame und diese Frau ist Marktführer in Deutschland für Duschschaum. Ohne Entwicklungsabteilung, ohne Marketingabteilung, ohne CEO, CFO, COO, überhaupt ohne alle O's und trotzdem tatsächlich Marktführer geworden. Der Geschäftsführer von Latoflex macht das gerade so schön und hält Vorträge über Lattenroste, weil er Bücher darüber schreibt, dass Schlafen glücklich macht und besonders glücklich macht, was ich sehr, sehr spannend finde. Und eins der, würde ich ganz gern zwei Beispiele bringen, die ich außergewöhnlich finde an Markensichtbarkeit. Das eine ist eine junge Dame, die sich einmal über einen Geschmack von einem Nusszopf aufgeregt hat und daraufhin ein besseres Nusszopfrezept entwickelt hat und dieses Rezept auf YouTube gestellt hat und damit ein Multimillionenunternehmen aufgebaut hat. Ich glaube, wenn ich das Bild zeige, kennt sie jeder. Das ist Sally von Sallys Welt.
Und dahinter sieht man im Hintergrund tatsächlich das größte Videobug-Studio Europas, das sie gerade baut, weil sie tatsächlich mit der Vermarktung von Rezepten, von Wissen und mittlerweile von vielen, vielen Produkten drumherum tatsächlich eine gewisse Marktführerschaft erzielt hat. Und mein Lieblingsbeispiel ist ein Mann, der war letzten Oktober bei mir, tatsächlich also Oktober 2020, Jürgen Görges, seines Zeichens ein Sachverständiger für Schimmel. Und wenn wir über Schimmel reden, dann meine ich tatsächlich nicht weiße Pferde, sondern eben den Hausschimmel, den anscheinend 80% aller Immobilien mehr oder weniger besitzen. Und er fragte mich, Hermann, kann man Schimmel sichtbar machen? Also die Expertise, um eben der große Schimmel-Experte zu werden. Und ich fand die Fragestellung so spannend, dass sie mal überlegt haben, warum nicht? Und dieser Mann hat ein Buch geschrieben. Ich habe es hier mit dabei, aber ich blende es euch ein, dann sieht man es gleich viel besser. Dieses Buch heißt nicht Himmel, Arsch und Zwirn, sondern Schimmel, Arsch und Zwirn. Und das hat er rausgebracht am 27. Januar 2021, also 3,5 Monate später. Und hier ist ein Ausschnitt von ihm in der Bild-Zeitung. Er hat es geschafft, tatsächlich mit 1,3 Millionen in der Bild-Zeitung zu sein. War insgesamt, er hat es mitgezählt, jetzt in der 100. Zeitung abgedruckt mit diesem Buch. Und er ist, man mag es nicht glauben, Fernsehstar geworden. In vielen Talkshows ist dieser Mann jetzt drin, weil er so schön über Schimmel spricht. Und ich habe diese Beispiele mitgebracht, weil ich so faszinierend finde, sich mal zu überlegen, wenn wir in einer Message Economy leben, welche Rolle spielt der Unternehmer in dieser Rolle, um nicht nur das Unternehmen, nicht nur das Produkt, nicht nur die Dienstleistung sichtbar zu machen, sondern möglicherweise auch die Thesen, die er hat, die mitverbracht werden sollen, eben auch mit reinzubringen. Und zum Abschluss, glaube ich, kann man gerade im B2B-Bereich deutlich sagen, vielleicht liegt eine These darin, dass wir uns über die Nöte austauschen, die wir eigentlich lösen. Es gibt eine Studie, die sehr, sehr deutlich gesagt hat, dass die Menschen viel zu sehr immer den Nutzen präsentieren, den die Produkte haben, was grundsätzlich richtig ist und wahrscheinlich in jedem Rhetorikseminar auch empfohlen wird. Aber wir brauchen, bevor wir den Nutzen verstehen, zuerst das Problembewusstsein, nämlich die Fragestellung, wozu brauche ich das eigentlich überhaupt? Meine These lautet, jedes Problem ist ein noch nicht gegründetes Unternehmen, Dienstleistung, Produkt oder Service. Und wir haben noch eine ganze Menge von Problemen zu lösen auf dieser ganzen Welt. Und mein Lieblingsbeispiel bei meinen Vorträgen ist tatsächlich immer dieses Teil. Und ich werde gleich aufklären, was das ist, nachdem Hermann Simon so schön über Japan gesprochen hat. Ich frage ganz gern meine Teilnehmer, wie sie den State of the Art finden, wie wir Menschen tatsächlich unsere Geschäfte auf der Toilette verrichten. Und dann sagen die eigentlich immer, die Welt ist vollkommen in Ordnung. Und in Wirklichkeit ist sie in Ordnung, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass sie so ist, wie sie ist. Aber selbst dieser Toilettengang ist eine Verkettung von Problemen. Wir müssen eigentlich den Deckel öffnen. Wir müssen uns da draufsetzen. Die Brille ist kalt. Wir verkrampfen. Die Japaner sind dann großen Schritt weiter. Darum zeige ich das da immer gern. Das hier ist tatsächlich die Fernbedienung einer japanischen Toilette. Die Japan-Reisenden wissen das oder China. Die meisten haben die mittlerweile. Und es ist so herrlich schön, wenn du damit umgehen kannst und tatsächlich erstmal dieser Deckel automatisch geöffnet wird, die Brille beheizt ist, du dich entleeren kannst, dabei sogar dann mit einer Wasserspülung gesäubert wirst, danach von einem elektrischen Föhn wiederum getrocknet wirst. Und Peter Nun schreibt auch gerade so schön, die gibt es bei meinem Vermieter in Trier auch schon in vielen Variationen, right? Denn tatsächlich ist das mittlerweile ein Joint Venture und auch die Deutschen haben das Problem des Stuhlgangs ein bisschen erkannt und will damit sagen und enden, das Schöne, glaube ich, ist, und das ist ja das, was Startups ausmacht, dass sie Probleme lösen und umso mehr wir die Probleme zeigen, umso mehr wir auf die Probleme aufmerksam machen, umso mehr wir unseren Kunden zeigen können, dass diese Problematik für sie relevant ist,
desto eher sind wir logischerweise Nutzenbieter oder Verkäufer oder werden gekauft. Und das kann eben immer nur ein Mensch tun oder zumindest auch ein Mensch tun. Und ich behaupte immer, Apple wäre nie so erfolgreich geworden, wenn nicht ein solcher Leuchtturm wie Steve Jobs davor gestanden wäre und das dahin gebracht hat. Und darum ist meine These, mit der ich schließe und über die wir gerne auch noch diskutieren können, dass der Unternehmer als Marke logischerweise eine große Rolle spielt, um diese Botschaft, die er hat, nach außen zu tragen, um schneller mehr Kunden zu gewinnen und mit seinen Thesen durchaus ein bisschen provozieren. Soweit meine Sätze dazu. Ich darf auch sagen, lieber Christoph, die Stimme ist sensationell und ich freue mich auf deine Zwischenstimme an dieser Stelle und sage danke für die 20 Minuten, die ihr mir geschenkt habt. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Ich sehe in der Kamera ein Klatschen. Ich glaube, auch hier die Begeisterung ist wieder groß. Ja, wer jetzt noch Fragen hat, darf die gerne im Chat stellen. Und ich bin mir sicher, Hermann Scherer wird sie dann liebend gerne beantworten. Das Toilettenproblem kenne ich tatsächlich selber auch. Ich bin auch regelmäßiger Toilettenbesucher, wie die meisten wahrscheinlich von uns, und verbringe gerne viel Zeit dort, denn da kann man in Ruhe sehr gut lesen. Und mit einer beheizten Toilettenbrille ist das dann gleich doppelt so schön. Ja, und es ist ja wirklich verrückt, wie viel Potenzial die da noch drin sehen. Die forschen jetzt zum Beispiel gerade an der Toilette, die keine Toilettenbürste mehr braucht, weil die selbstreinigend und Co. ist. Also für mich ist dieses Beispiel oder diese Metapher tatsächlich so spannend, weil es ja immer noch Probleme gibt, auch in Bereichen, in denen wir glauben, dass schon alles gelöst ist. Und das macht ja, für mich macht ein gutes Startup aus, dass du ja in Wirklichkeit ein Problemtrüffelschwein bist. Ja, also, dass du eigentlich, wir sagen ja immer, wir Menschen müssen so positiv drauf sein. Und ich bin vollkommen der Meinung, dass es darum geht, eine geistige Hygiene nach außen zu tragen. Aber Probleme findet immer derjenige, der eigentlich als Miesmuffel durch die Welt rennt. Und desto miesepetrischer du rumrennst und die Probleme siehst oder zumindest hoffst zu sehen, desto besser ist das tatsächlich. Und ich sehe jetzt schon ein paar Fragen. Ja. Tatsächlich, Peter stellt die Frage, wie findet man den Rahmen zur eigenen Kompetenz und was ist der beste Weg zum Markt? Ich denke, es gibt viele Kanäle, sehr, sehr viele. Ich habe übrigens, ich habe auch eine Kanalliste oder wer Fragen an mich hat, gerne auch info@hermannscherer.com, also jederzeit jede Antwort möglich. Es gibt mehr Kanäle, als wir denken. Ich denke gerade zum Beispiel, je nachdem, was man macht, Verbände und Co. sind großartige Sprachrohre. Aber ja, ein Buch ist ein Turbo. Ich selbst habe, die Zahl ist leider verrückt, ich habe 56 Bücher geschrieben bisher. Dieses Jahr kommen noch 4 dazu. Das ist eigentlich viel zu viel, aber ich wollte nie verkaufen. Ich fand Verkaufen immer ekelhaft und erstens kann ich es nicht gut und ich wollte es auch nicht und manche Branchen dürfen es noch gar nicht. Aber für mich war ein Buch immer dieser Leuchtturm, dieser Magnet. Und ich habe halt mein Geld in Buchschreiben investiert und in Marketing investiert und dadurch kamen ganz, ganz viele Menschen auf mich zu. Hast du einen Tipp, wie man sein erstes Buch platzieren kann? Ja, habe ich vielleicht noch einen kleinen Satz dazu. Ich kenne auch immer wieder ganz, ganz viele Menschen, die B2B-Bücher schreiben. Also ich kenne zum Beispiel einen Stahlseilhersteller, der schreibt jetzt Bücher über Stahlseile. Ist natürlich nicht spannend für die Allgemeinheit, aber für seine Zielgruppe ist das hochspannend. Naja, und der Tipp, ein Buch zu schreiben, ist in meinen Augen relativ simpel. Meine These ist, jedes Gesicht hat eine Geschichte. Also ich glaube, jeder hätte ja das Buch. Also ich mache immer diese schöne Metapher. Jetzt stell dir mal vor, Christoph, wir zwei würden 3 Tage auf eine Berghütte fahren. Und ich würde dir 3 Tage lang mittels neugierigen Fragen dein Hirn sozusagen über deine Zunge herausziehen. Ja. Ich würde natürlich ein Diktiergerät mitlaufen lassen. Dann hätten wir ein Buch, zumindest in schlechter Qualität schon mal fertig. Ja, weil stimmt. Da ist ja ganz viel drin. Ja. Und jetzt kommt ein zweites Muster dazu, dass wir Menschen sind unendlich schlecht darin, Dinge zu erschaffen. Aber wir sind grandios gut darin, Dinge zu verbessern. Nehmen wir ein Beispiel. Angenommen,
du bittest deine Assistentin, deinen Assistenten, einen eher schwierigen Brief zu schreiben, dann werden 90% zumindest, vielleicht nicht sagen, aber denken, gar nicht so einfach, gar nicht so leicht, wer nicht weiter weiß, bildet einen Arbeitskreis. Und plötzlich werden da Stunden verbraucht, um irgendetwas aufs Papier zu bringen. Wenn du aber den gleichen Menschen einen fertigen Brief gibst, werden wahrscheinlich relativ viele nicht sagen, aber denken, wie man diesen Brief eigentlich hätte leichter schreiben können. Das heißt, wir Menschen sind grandios im Verbessern, schlecht im Erschaffen. Darum sage ich auch meinen Mitarbeitern manchmal, bitte mit Augenzwinkern, ich erwarte schlechte Qualität in 20 Minuten. Weil es viel leichter ist, irgendwas Schlechtes auf dem Papier zu haben, um es dann zu verbessern, als was Gutes am Anfang haben zu wollen. Denn Perfektion beginnt immer mit Imperfektion. Und so mache ich das mit dem Buchschreiben. Ja, wenn du und die meisten machen ja den Fehler, dass sie sich hinsetzen, machen eine Word-Datei auf, die ist vollkommen leer, schreiben den ersten Satz, finden den ersten Satz blöd, löschen ihn, schreiben den neuen ersten Satz, finden ihn wieder blöd, löschen ihn, schreiben den dritten ersten Satz und haben am Abend im schlimmsten Fall 700 gelöschte erste Sätze, sprich Frustration, sprich Wut und sprich Demotivation weiterzumachen. Und ich sage eben, angenommen, wir sind jetzt auf einer Berghütte, wir schreiben das zusammen, dann hast du eigentlich nach einem Tag, wenn man durchreden würde. Der Mensch redet, wenn er durchgängig redet, 50.000 Worte in 10 Stunden. Das ist genau ein Buch. Schafft man by the way nicht so. Ja? Aber 3 Tage ist eine gute Zeit. Und dann mache ich Folgendes, dann lasse ich sowas abtippen, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz oder bei abtipper.de. Und dann bekommst du ja sehr wahrscheinlich 250 Seiten zurück. Und jetzt nehme ich mir jeden Tag 10 Seiten, lese die 10 Seiten durch mit der Geisteshaltung, die da lautet, welcher Idiot hat eigentlich diesen Text geschrieben? So. Dann beginnst du selbst das Ganze nochmal zu verbessern und dadurch kommen Bücher zustande. Und dadurch schreibe ich, es kann sein, wenn ich eine Idee habe, was im Kopf habe, dass ich tatsächlich an einem Tag zumindest viel erstmal runterschreiben. Übrigens, ich mache keinen Hehl draus, ich habe fast immer einen Ghost dabei oder zumindest ein Heavy Lectoring, weil wenn die Botschaft mal draußen ist, ist es mir persönlich zu anstrengend, mich dann noch um Kommas und irgendwelche Kleinigkeiten zu kümmern. Das ist so der Satz. Wenn das mit der Berghütte ein Angebot war, nehme ich das sehr gerne an. Ich würde aber gerne gegen eine Hütte am Meer eintauschen. Also das kriegen wir auch hin, aber ich würde ja dir zuliebe vielleicht noch meine Person in eine wunderbare, schöne, junge Frau eintauschen, die dir mit noch leuchtenderen Augen deiner Stimme hört. Sehr zuvorkommend. Aber wenn ich dazu helfen kann, jederzeit natürlich gerne. Ich habe hier noch eine weitere Frage, die ich gerne noch stellen würde, im Chat gefunden, fand ich sehr spannend. Wie viel Prozent einer Marke ist Marketing, wie viel ist wirklich Leistung? Die Frage danach, kann jeder eine Marke werden oder ist das eine Frage der Persönlichkeit? Ich glaube, dass jeder eine Marke werden kann. Wir dürfen ja nicht vergessen, Marken müssen nicht extrovertiert sein. Es gibt 5% der Deutschen sind extrovertiert, 95% der Menschen sind introvertiert eher. Das heißt, auch da kann ich eine ruhige Marke werden. So. Die Frage, was ist Marketing und was ist nicht Marketing, würde ich so nicht beantworten. Ich glaube, dass natürlich die Qualität im Vordergrund steht, weil wenn ich das nicht dazu sage, wird mir häufig natürlich unterstellt, macht der jetzt nur noch Marketing? Ja, ich mache nur noch Marketing, weil ich unterstelle, dass die Qualität natürlich da ist. Mhm. So. Und was wir jetzt natürlich erleben, ich glaube, dass die Qualitäten immer gleicher werden. Ja, also wir haben ja nicht mehr diese Zeiten, wo wir wirklich sagen konnten, dieses Produkt A ist 1000-fach besser als Produkt B. Also die Qualitäten nähern sich immer mehr an. Und insofern spielt natürlich diese Marke, dieses Marketing, diese Inszenierung in meinen Augen eine große Rolle. Und drum kommen zu mir hoffentlich Menschen, die gut sind, aus denen ich dann versuche, eine Marke zu machen. Und ich bin natürlich auch so frech zu sagen, wenn du nicht gut bist, mache ich auch eine Marke aus dir. Aber der Markt wird dich dann natürlich bestrafen. Wird wahrscheinlich so sein. Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende. Denn
als nächsten Programmpunkt steht die Pause auf dem Plan. Hermann Scherer, vielen, vielen, vielen Dank für diese wirklich inspirierenden Worte. Ich habe auch wieder persönlich viel mitnehmen können. Ich glaube, das Buchschreiben, das habe ich so ein bisschen im Chat verfolgt, das hat viele getriggert. Da sind jetzt wahrscheinlich viele neue Autoren gerade entstanden, dank dir, die jetzt alle anfangen werden zu schreiben. Vielen Dank, Hermann Scherer. Danke dir, danke euch. Danke. Schöne Pause.